ist ein Fuchs, ne? Ja, ja, ich weiß. Hm? Wir sind ja, ist der nächste Test. Mehr oder weniger ständig on air hier mit Shadow. Ah. Ja, als mehr oder weniger Betroffener, ne? Darf ich sie filmen oder ich bin jetzt mal wieder live? Ich hab keine Bedenken. Das heißt, sie sind Betroffener, sie sind auch. Ja, Betroffener im Sinne von Sammeln. Ah, okay. Wir wohnen hier oben an der Mauer mehr oder weniger. Aber wir haben eigentlich vom ersten Tag an schon angefangen, hier Leergut zu sammeln, Flaschen zu sammeln. Ja, ich habe gehört, hier waren hunderttausende Flaschen oder was, ne? Ja, plus X. Und entsprechend Kisten natürlich auch, ne? Ja. Aber jetzt habe ich gesehen, hinten ist ja geräumt worden, sind ja Schwemmgut weggeräumt worden. Da liegen ja wieder. Ja. Ich weiß nicht, wie viel. Ja, wir sollen ja jetzt hier die groben Sachen wegräumen. Und wir warten die ganze Zeit auf die Genehmigung. Ne? Die sollte eigentlich letzte Woche Freitag kommen. Jetzt soll sie vielleicht heute kommen. Und wir stehen ja alle in Wartestellung mit den Maschinen. Ja, ich hatte gedacht, am Samstag. Will der spielen, oder was? Am Samstag noch wieder ist er immer ein bisschen neugierig und ängstlich. Frieda und Shadow. Wir hatten, Samstag hatte ich eigentlich gedacht, oh, welche Ehre, dass hier wieder ein Trupp wäre, aber... Ne, die waren Samstag oben beim Schreckenstein, ne? Haben da nochmal aufgeräumt. Ja. Aber das klappt ja hervorragend, also die Helfer hier, die per Hand helfen, das ist Wahnsinn. Es waren über 3000 Leute da am Wochenende. Ne? Ja, hab ich gelesen, beziehungsweise auch gesehen per Video. Das gibt's ja gar nicht. Ist das normal? Ich bin mit dem Rottweiler aufgewachsen. Ach so. Ne, unterwirft sich jedem Hund, jedem. Echt? Ja. Kannst du mal sehen. Das ist doch mal eine Ehre hier. Aber echt? Ich ist da mehr auf Randale aus, wenn irgendwas Fremdes durch die Gegend läuft. Aber... Na komm. Ja, Frieda verhält sich so, wie sich so Frauen verhalten, ne? Wenn dann ein netter Kerl in der Nähe ist. Jetzt kommst du sogar nicht hier an. Ja, ist halt Problem beim Shadow, den haben wir Hormon geschippt, weil Kastrieren ist gefährlich bei Füchs. Da ist Risiko, also jede Narkose ist ein Risiko. Also wir haben ein Hormon geschippt. Und wenn die Ranzzeit ist, rennen die Mädel uns natürlich alle auf dem Hof rum und er. Ja. Total arrogant, gell? Nee. Dauert noch ein paar Minuten. Ja. Und wieso braucht man dann? Das ist halt eben der Unterschied. Genehmigung. Wie soll man froh sein, dass der Mist hier rauskommt? Ja, ich verstehe es auch nicht. Aber das ist immer das Problem, wenn es dann wieder in normalen Bahnen läuft. Ne? Das ist ja Naturschutzgebiet hier. Und ich sag mal, wir wollen ja alle die Natur schützen. Deshalb wollen wir den Müll ja hier rausräumen. Wir haben ja nicht vor, hier zu roden oder irgendwas. Ja. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich. Das sind die normalen Vorgänge, wie man sie eigentlich vor der Katastrophe ja auch hatte. Ne? Da wären wir hier niemals mit dem Traktor reingefahren oder irgendwas. Ne? Wäre ja auch nicht nötig gewesen, aber die Situation ist nun mal eine andere. Ne? Ja, wir haben ja hier den Rainer Böhmen, den stellvertretenden Bürgermeister von Riemagen. Der hat also mehr oder weniger am ersten Wochenende schon angefangen, Leute zu motivieren und zu aktivieren, die hier helfen. Die sind ja auch von überall hergekommen. Ja. Mit Säge und allem. Dran. Wir haben jeden, das heißt wir, also die meisten, haben hier Mittwoch, Samstag und Sonntags geschleppt. Ne? Ja. Die Bauern aus der Umgebung, die haben wieder auf. Oh, Frieda wird wach. Ja, fährt. Frieda, Freude, Eierkuh. Hier trifft sich gerade alles. Ja. Hör auf. Schluss. Das gibt's ja gar nicht. Mit Traktoren, leer gefahren. Also das war schon nicht schlecht. Ja, ich glaube, diese ganze Solidarität, ohne das hätte es ja gar nicht funktioniert. Ne. Ja, vor allem ohne euch nicht. Ne? Dass es Leute gibt, die sagen, wir machen einfach. Ja. Ohne großartig zu fragen dürfen wir erstmal. Ne? Das war gar keine Frage, ne, als wir hier ankamen, aber... Hier ist doch gar nichts gegenüber dem, was da oben alles abgegangen ist. Ja.
Wir können hier froh und dankbar sein, dass es nur gerauscht hat in der Nacht. Und das war wie, als wenn man am Wasserfall wohnt. Ne? Was war denn hier mit den Pferden? Hier war doch auch alles dann überschwemmt. Die Pferde sind vorzeitig weggeholt worden. Okay. Also irgendjemand war da, der Eigentümer war wohl so schlau und hat gedacht, naja, beim normalen Hochwasser steht das Wasser hier auch überall. Hm. Oh, da hinten geht Shadow jetzt schon suchen. Also das geht dann normalerweise immer langsam vor sich und steigt, ist dann über Nacht da und ist dann auch irgendwann wieder weg. Aber die Nacht, das war... Ja, das ist ja, wenn man den Rheinpegel so steigen hört im Radio. Ne? Jetzt ist er wieder 3 Zentimeter gestiegen, eine Stunde später hörst du wieder nochmal 2 Zentimeter. Das war ja hier innerhalb von Sekunden. Ne? Ja, natürlich. Ne? Ja. Und das war das große Glück, dass der Rhein nicht so das Hochwasser hatte wie sonst. Ne? Dass das Wasser wegfließen konnte, ja, sozusagen. Ja. Ja. Sonst hätte es nochmal zurückgestaut. Und, ja, ja. Und dann wäre es hier wahrscheinlich auch höher gewesen. Na, also noch höher gewesen. Wenn man sieht, wie unten in den Bäumen wie die Kisten gehangen haben, unvorstellbar eigentlich. Ja. Aber für uns hat es nochmal gut gegangen. Gott sei Dank. Also das hat ja gereicht, da oben im Tal alles. Ja, brauchen wir hier nicht auch noch. So, Frieda, der Markus sagt mal Tschüssi. Und ja. Ihnen alles Gute. Wir werden uns sicher nochmal sehen. Ja. Wenn wir hier am Arbeiten sind, sind wir hier 2 Wochen dran, denke ich. Ja, wie gesagt, ich bin dabei, wenn ich auch hier der einzige Kripper bin. Aber letzte Woche Samstag war ich auch dabei. Ich kann dann immer nur eine Halbzeit... Aber ist egal. Ne? Egal, wie viel Zeit man hat oder was man kann, was man macht. Genau. Alles hilft. Danke Ihnen. Ja, nix. Ich gehe mal hinter Shadow her, wenn ich ihn noch kriege. Weiter so mit der Arbeit. Ja, danke. Bei Ihnen auch. Ciao. Na? Wo ist denn Fuchs hin? Fuchs heißt bei euch eigentlich was anderes. Ne? Shadow läuft sich jetzt warm. Hier lecker Äpfelchen. Hier möchte man Pferd sein mit Apfelbäumen auf der Wiese. Also das hier war auch alles überschwemmt. Der Zaun hier ist neu. Da hinten ist der Shadow schon. Schon weiter weg. Ich lasse einfach mal laufen. Nehme euch mit, wie gewohnt, wie gehabt. Also hier ist wohl extrem viel Arbeit geleistet worden. Das habe ich jetzt schon öfters gehört, dass hier ja im Prinzip hunderttausende Flaschen angeschwemmt wurden. Wir haben ja gerade gehört, der Bürgermeister hätte hier direkt Initiativen gestartet, um hier aufzuräumen. Wo ist er jetzt? Unser Marco und Shadow. Extrem nass hier, der Boden, tragfähig ist der nicht für schwere Maschinen. Sowas hier bleibt natürlich liegen, das räumen wir nicht weg. Das soll ganz natürlich hier verrotten. Wir machen nur Anschwemmungen weg, wo Müll drin liegt. Wobei man sagen muss, dass sowas natürlich wieder schwimmt, wenn denn wieder Hochwasser kommt. Hier hat schon einer mit der Kettensäge klein gemacht. Jetzt habe ich Marco aus den Augen verloren. Da ist zum Beispiel so eine Anschwemmung, wo Müll drin hängt, aber wir fahren natürlich auch nicht unbedingt jetzt wegen so einer Anschwemmung hier alles kaputt, um da hinzukommen. Ja, Shadow und Marco, ne, da vorne sind sie an der Anschwemmung, am Suchen. Könnt ihr euch schon den morgendlichen Spaziergang sparen? Ich nehme euch einfach alle mit und ihr könnt schön Kaffee trinken.
Da ist er am Suchen. Fast ausgerutscht. Wenn wir jetzt hier aufräumen, bist du dann auch dabei, um noch mal tiefer zu gucken mit Shadow? Wenn wir gern mal was. Was denkst du denn, wie tief kann der suchen? Was lag da? Fuchs. Ein Fuchs? Der hat die Kripo doch ausgeboten. Ah, okay, okay. Also das heißt, du hast da einen Hotspot gefunden mit Shadow? Ja. Und Kripo angerufen. Und der war 1,80 Meter tief unter einer Anschwemmung. Ein toter Fuchs. Gott sei Dank. Also was heißt Gott sei Dank? Eigentlich möchtest du ja Gewissheit schaffen, ne? Man sieht, wie Shadow vorgeht. Die ganze Zeit am Schnuppern. Shadow geht mal nicht spazieren, der geht mit dir spazieren. Ups, wenn ich eine Richtungsänderung haben will, muss ich ihn holen. Also, wenn ich weglaufen kann, vergessen, der nimmt nachts ab. Wie hast du das eigentlich die ganze Zeit durchgehalten? Du bist ja immer nachts mit der Drohne geflogen und tagsüber hast du gesucht. Wie viele Stunden hast du geschlafen überhaupt? Ich hatte das Zeug im Auto teilweise. Ne, wart immer zu zweit, ne? Du mit deiner Frau. Ja, man muss ja teilweise gucken, dass man morgens um 7 daheim war, weil die muss ja um 7:30 schaffen. Oh. Also die erste 4 Wochen war richtig übel. Ja, und hier musst du echt aufpassen, wo man hintritt, ne? Ja, pass auf, da sind echt coole Dinger dabei. Coole dann auf einmal. Sonst geht's hier bergab. Weil hier sind wir bei. Ja, der hohe Druck sind so 2 Meter Höhe. 2 Meter Anschwemmung. Das ist irgend so ein Schildkrautfarm hier, gell? Ja, ganz kurios, ne? So knackiges Zeug. Ja, da war so, ne? Und wie viele Tiere hast du insgesamt nochmal gefunden, oder? Alles in allem, inklusive allem. Ich warte jetzt noch auf die Zahl, wo die Tierrettung gemacht hat. Wo ich hatte ihnen ja Spots genannt. Und die haben ja dann tagsüber gesucht. Ne? Die Kripo dann, ja, oder? Nee, die Tierrettung. Ach so. Südbaden. Ja. Die kenne ich auch von der Tierrettung her. Also die haben mir schon ein paar Füchse gebracht. Weil die haben da ohne gar keiner, wo Füchse macht. Und die waren hier in Ahrbrück. Und das richtige Chaos ging wirklich so abrupt los, wo die Anschwemmungen voll mit Tierradar waren. Oh, drüber ging das, hat schon noch eine Grenze gehalten. Das ging die erste Brücke los, die große Ansammlung. Und da ist alles aufgehalten worden. Genau. Also wir sind hier komplett von oben runter, haben wir uns hier vorgearbeitet. Wir waren in Ahrbrück gewesen nach 3 Wochen. Das war dann so die Zeit, wo wir uns begegnet sind. Ja. Und in dem Zeitraum waren wir da oben am Arbeiten und haben links, rechts abgesucht. Wo mir nicht gesucht hatte, eine Ecke hatte mal ausgelassen, das war Maischoss. Die Schleife um Maischoss drumherum. Und weil da war Bundeswehr, die kamen uns entgegen und sagen, wir waren hier, haben alles auf den Kopf gestellt. Da ist nichts. Das war ja
Ich hatte ja gefilmt, als wir uns das erste Mal getroffen haben, ne? Ja. Da dann haben wir uns ja direkt danach nochmal ganz, ich weiß nicht, eine Stunde später nochmal getroffen. Genau, oben am Tunnel. Genau, und da bist du ja mit der Drohne gestartet, ne? Genau. Da hatte ich ja auch live gefilmt auf deinem Display. Da haben wir drei Personen gefunden. Was waren das Personen, die da? Drei Personen. Die haben wir aber nicht gesehen. Da ist, wir haben die eine Meldung gemacht und am nächsten Tag haben wir Bescheid gekriegt, dass es drei Personen waren. Und dann sind die auch lange nicht in der Statistik aufgetaucht, weil sie nicht wusste, weil das ja auf Friedhof ausgespült wurde drüber. Ja. Ob das jetzt Flutopfer sind oder ob das Friedhofsleiche war. Ne? Das ist, ja. Das war, ja, da hat ein Fuchs den gemacht, komm. Und ja, dementsprechend. Wie kommst du denn mit sowas überhaupt klar? Ich meine, ein totes Tier, gut, kenne ich auch, totes Pferd mal und sowas, ne? Aber ich meine, das ist ja kein toller Job. Ich war in der Lehrzeit auf der Autobahn, LKW. Ich bin gelernter LKW-Mechaniker. Wir haben Bergungen gemacht auf der Autobahn. Wir hatten da schon ein bisschen seelsorgerische Vorbereitung, weil bei jedem zweiten LKW-Unfall waren Tote dabei. Entweder hat das Ding auf dem Auto drauf gestanden oder es waren öfters unschöne Bilder. Und ja gut, mit toten Tieren bin ich auch groß geworden. Auch Landwirtschaft, Vater war Metzger und ja. Und Opa war ein guter Jäger. Wie gesagt, ich bin mit dem ganzen Kram groß geworden. Das hatten wir letztes Jahr ja noch den Ballonabsturz an der Lorelei gehabt. Der ist uns hier durch die Garde. Wir haben im Garde gestanden, wie Alex und ich. Und der kam so ganz komisch im Tal hoch. Und da hast du schon gehört, die Leute, wie diese am Hilfeschrei waren. Ne? Und der war halb leer. Ganz klar, der stürzt ab ins Auto und hinterher. Hat ich mal gerade so. Ich kaufe mir immer so Autos, die gerade so zwei Jahre tüffern, weil die kriegst du auch nicht mehr los, wenn die noch Fuchs stinken. Ne? Außer ein Polo Fox. Und ja, dementsprechend sind wir dann unsere Suzuki Vitara reingestürzt und sind dem Ballon nach. War gerade frisch geackert und hatten auch gekriegt, weil hinterm Neubaugebiet ging er dann nochmal runter. Ja, und der Pilot ist uns im Endeffekt vor die Nase, vor das Auto, kam der runter. Ja. Und der ist hier beim Verlade, der Hubschrauber auch verstorben. Und mir wusste ich auch gar nicht, wie viele Leute in dem Ballon drin waren. Das war eine Situation, okay, der war runter, dann haben wir den notversorgt, also war ganz klar, was los war. Ne? Der Körper war noch im Notprogramm. Und da sagte Alex schon, die kommt ja aus dem medizinischen Bereich, über die Feuerwehr, wo der kam, wer nicht sehen kann, geht besser nicht hin, weil er ist ja auch Kopf über runter, ne? So 10 Meter. Und da ist schon mal die Hälfte oben stehen geblieben. Und der Rest sagt auf einmal, ja, den hole mal hoch. Und dann sagt die, lasst die Finger davon, bis ein Notarzt da ist. Wenn da jetzt was passiert, heißt es mir, ihr, lasst ihn hier. Und wie die dann kamen, bin ich auch direkt in den Hang weiter und hab nur Hallo gerufen, weil der Ballon hat irgendwo dann da gehangen und ist dann wieder weiter. Wusste ja gar keiner, wie viele Leute drin waren, ob noch welche rausgestürzt waren. Ja, auf einmal war dann Hubschrauber da, Polizei da, alles war da. Und jetzt war der aber 5 Kilometer vorher schon mal auf dem Acker aufgeschlagen, waren 4 Personen rausgeschleudert worden. Davon wusste gar keiner was. Da waren Schwerverletzte dabei. Und die haben, das hat bestimmt 1,5-2 Stunden gedauert, bis dann, oh, da oben sind auch noch schwer verletzte Frage. Da ist der ganze Tross dann ab da hoch. Ja, das ist mir auch, hat es dann gehieß in dem Hang, wir wissen nicht, wie viele da sind. Hol mal Drohne, weil die Hubschrauber können nicht mehr fliegen, Gewitterfront. Ja, ja, ich habe den gerade ausgepackt, ging der Himmel auf. Ja. Es war aber, das hat dann gestimmt, es waren nur 3 in dem Hang im Ballon und 4 wurde oben rausgeschleudert. Ja. Das war bei der Einschulung vom Kind. Da hatte man dann die Kripo da sitzen den ganzen Tag, die Flugsicherung hatte man da sitzen und okay. Und da markiert er jetzt, oder was? Also ist immer irgendwie, kommen ja immer in so Situationen rein, ich weiß auch nicht. Ja, mich wundert, dass du als Privater hier im Prinzip solche Sachen machst, ne? Das ist ja schon krass irgendwie. Ich könnte es nicht, ne, sage ich dir ganz ehrlich. Ich bin ja froh, wenn du hier die Sachen findest, die wir nicht finden wollen, wenn wir hier aufräumen. Ne? Und das, also ich bin dir auch nicht, tief dankbar dafür, dass du das machst. War ja nicht geplant, dass ich jetzt nach
überrestliche, also Menschen suchen noch. Ne? Es war ja, wir hatten den Auftrag vom Veterinäramt zur Seuchenvorbeuge nach Kadavern zu suchen. Das ist ja alles Menschliche, was wir gefunden haben, für uns Nebenfund. Ne? Und wir haben ja auch die Kadaverbergungen alles gemacht. Und ich selbst finde es halt eben, ja, die Suche nach Vermissten wurde vierte, fünfte Woche abgebrochen. Wir haben sie ja selbst gesehen mit der Kripo. Nur noch nach Hinweisen, ADD, ne? Ja, Aussage von der Kripo, ja, müsst ihr Leute mit abfinden. Das Tal ist teilweise 500 Meter breit. Dann fahren die Angehörigen durch das Tal durch. Jeden Tag zur Arbeit oder sonst irgendwas. Und irgendwo liegt das Kind, Mutter, Vater, weiß der Henker was aus der Familie. Und dann sollen die da durchfahren. Ich finde das unmöglich. Dann haben wir gesagt, komm, dann ziehen wir die Nummer gerade weiter durch. Und suchen halt eben jetzt auf alles, was wir finden. Ne? Also ich muss das mal jetzt hier sagen, es gucken auch gerade ein paar Leute hier zu. Du bist für mich einer der Helden, die sind ja alles Helden, die hier helfen. Aber das, was du hier machst, auch mit, das kostet ja viel Zeit und viel Geld. Wie viele Kilometer hast du auf dein Auto gefahren? Ich bin jetzt bei knapp 17.000 Kilometer. 17.000 Kilometer, weil du immer hier runterfährst. Und ich konnte nicht im Ahrtal tanken, weil ich fahre Benzin. Das wurde mir nämlich auch schon vorgeworfen. Verrückt, ne? Also, ja, die Vorwürfe, da gehen wir gar nichts drauf. Also, nee, ich gehe doch nicht weiter drauf hin. Also, ja. Das klärt sich im Endeffekt irgendwie immer alles. Naja. Aber, ich sage ja, das ist lächerlich, was die Leute sich manchmal abhalten. Shadow, was war dann jetzt hier? Also, was ich ja auch nicht kapiere, wenn von mir aus der Familie einer vermisst wäre, Das würde ich gar nicht verkraften. Ne? Also ich habe da gestern noch ein interessantes Gespräch gehabt, auch wie viele Leute, wenn jemand vermisst ist, nicht gefunden wird, wie viele Leute dann in psychologische Behandlung müssen, von den Hinterbliebenen. Ne? Also das ist ja unfassbar. Und du hattest die Frau, wo wir gesucht haben, wo in Rotterdam gefunden worden ist. Ja. Da hatte man ja Kontakt zu den Angehörigen. Von denen zwei hier wissen wir ja noch nicht mal, wo sie herkommen. Und haben auch keinen, klar, aus Datenschutzgründen darf ich auf die Kripo nichts sagen. Ist ja alles richtig so. Ich meine, das hier ist ja jetzt so das Letzte, was noch übrig ist. Ne? Eigentlich die letzte Hoffnung, dass sie gefunden werden. Ne? Richtig. Und wenn sie hier nicht sind, werden sie auch durch den Rhein wechseln. Ne? Aber dann können sie auch schon mal wieder kopffrei durch das Tal fahren. Okay, dann sind sie durch den Rhein weg. Aber sie liegen nicht irgendwo hier in der Hecke. Ne? Ja. Und das ist ja auch wieder eine Erleichterung für die Leute. Also ich fand das unmöglich. Die hätte doch können sagen, hier, wir machen einen Sondertrupp mit 20 Mann. Die solle suchen, bis wirklich der letzte Haufe durch ist. Da hätte es halt ein paar tausend Euro mehr kostet. Was wären doch dran gewesen? Kann man ja nicht nachvollziehen. Ne? Nee, dann hätte es wirklich schon Spezialisten vom THW oder Bundeswehr solle einsetzen noch. Also das ist der Grund, wo wir gesagt haben, man lasse ja, die Leute nicht hängen. Und vor allen Dingen, was ja auch nicht verkehrt ist, was man hier an Erfahrungen und Daten sammeln können. Mensch, vor 3 Monaten, wenn jemand gesagt hat, was ich jetzt hier mache, hätte ich gesagt, ja, besorg mal die Tablette. Ne? Also, hätte ich selbst nicht dran gedacht. Ne? Wir haben ja mit der Drohne an Daten gesammelt haben, an verschiedene Bilder, weil man die ganzen Verwesungsprozesse hatte, mit wem wir alles telefoniert haben. Ne? Nennen wir den einen Namen, den vielleicht jeder kennt. Hängt gerade. Ein Tätowierter. Der will das ja noch nicht. Also, alles klar, wir reden nicht weiter. Nee, alles gut. Aber das ist ja einfach wichtig, ne? Dass wenn nochmal sowas passiert, dass man darauf zurückgreifen kann. Genau. Hoffentlich es auch tut, muss man auch dazu sagen. Aber wie gesagt, wir wollen ja den Verband gründen. Also, beziehungsweise auch, ich bin gefragt, ob ich mitmache. Wir sind alles Personen gewesen, die hier waren. Und das waren alles Gute. Die haben das war, als wenn man schon ewig zusammen geschafft hätte. Ne? Als wenn man 20 Jahre schon irgendwo das jeden Tag machen würde. Das hat so gut funktioniert. Das Veterinäramt, Bombe, da konnte ich nachts um 4 anrufen. Das war überhaupt gar kein Thema. Das hat alles prima funktioniert. Also es gab halt eben noch mal eine Schwierigkeit, wie die Katastrophe rum war nach 4 Wochen, an die normale Fluggenehmigung wieder zu kommen. Das war jetzt noch nicht immer groß ein Problem. Es war halt eben ein Zeitfaktor. Es war 8 Tage konnte ich nicht fliegen. Knapp 7 Tage waren es. Und Shadow hat was. Nee.
Aber das sind ja Sachen, die müssen ja im Nachgang muss das ja alles anders geregelt werden. Ja. Dass diese Genehmigungen schneller erteilt werden an Leute, die man kennt, wie dich zum Beispiel jetzt. Ne? Nicht, dass hin so ein Kunst hier mit der Drohne hinkommt und irgendwas suchen will. Das bringt alle ja nicht weiter. War schon ganz gut so, dass. Ne, weil tagsüber waren ja die ganze Hubschrauber hier unterwegs. So. Wir sind hier die ersten 4 Wochen nur nachts geflogen. Von abends um 11 bis morgens um 6. Das war ja die Flugerlaubnis, wo wir hatte. Hat ja auch Sinn gemacht mit der Wärmebild. Ne? Und das war so die perfekte Zeit, um die Wärmequelle zu lokalisieren. Ne? Ja. Nur dann die ganzen Stufen von der Wärmequelle, wie die sich verändert haben, wo, nach was du wieder gucken musst. Man hat halt den Vorteil, wir hatten einen Kadavercontainer, wo wir jeden Abend, bevor wir los sind, erstmal drüber sind, um zu gucken, was haben wir heute für ein Bild. Ne? Klar, wenn das natürlich das Schaf 3 Meter tief liegt, auf dem feuchten Boden, kommt wieder was ganz anderes hoch. Ich gucke nicht in den Haufen rein, ich habe immer geguckt, was für eine Wärme kommt hoch. Was kommt für eine Wärme aus dem Haufen? In den Haufen reingucke. Und teilweise haben wir wirklich 1,5 Stunden über so einem Haufen mit der Drohne geschwebt und haben, oh, jetzt kam was. Ja. Ja? Und das war halt eben Zeitraum. Aber da hast du nie vorher dran gedacht, danach zu suchen. Da wärst du drüber geflogen, ja. Und jetzt hast du ja hohen Besuch, sehe ich gerade, ne? Ja, das ist ein Tonmann mit alle Fingern noch dran. Den anderen habt ihr ja das letzte Mal dabei gehabt. Das war Shadows Mutter, die hat den Tonmann mal geschnappt. Ja. Also das heißt, Shadow kommt ja bei Stern TV jetzt irgendwann, ne? Am Mittwoch, ja. Mittwoch? Genau. Und dafür werden jetzt Aufnahmen gemacht, ne? Oder was? Ja, die wollen gucken, wie das funktioniert und was Füchschen macht. Ja. Ich denke, dann würde ich jetzt hier auch mal abbrechen, weil jetzt übernimmt ein anderes Kamerateam. Und ich werde mich dann auch mal so langsam hier verdünnisieren. Wir warten immer noch auf den Auftrag. Und dann kommen wir hier hin. Okay, danke dir. Ne? Kein Ding. So muss ich mal auch ein T-Shirt machen, also kein Ding. Bis dann. Also bis später. Ich komme gleich nochmal irgendwann live.